Ein 75. Geburtstag ist etwas Besonderes, vor allem wenn die Landeshauptstadt ihn feiern kann. Seit dem 1. November 1946 ist Hannover die Hauptstadt des neu gegründeten Landes Niedersachsen. Also gerade nach der Zerstörung, nach dem Nazi-Regime, hat gerade in Zeiten des Wiederaufbaus auch mit der britischen Militärregierung hier eben auch die Entscheidung getroffen, Niedersachsen als ein Bundesland zusammenzufassen, also mit den unterschiedlichen Ländern, auch dem Land Hannover. Und gerade in der Konstellation war vollkommen klar, Hannover mit der Strahlkraft, mit der Größe, der wirtschaftlichen Stärke, auch der historischen Bedeutung, bietet sich als Landeshauptstadt an. Und das hat auch viel Zuspruch gegeben, zumindest keinen Widerspruch. Insofern sind wir sehr stolz, auch die Landeshauptstadt sein zu dürfen. Oberbürgermeister Bindit Onay hatte zahlreiche Gäste aus Politik, Kultur, Kirche und selbstverständlich auch den Ministerpräsidenten eingeladen, um das Ereignis zu feiern. Und es war, wie ich finde, eine sehr schöne Gesellschaft, gerade auch unter Corona-Zeiten eine wieder neue Erfahrung in diesem Kreise feiern zu dürfen. Insofern eine sehr, sehr schöne Veranstaltung, wie ich finde. Es war ein Fest, nicht nur mit viel Reden, sondern auch mit viel Musik. Auch die Geburtstagstorte sah sehr gut aus. Testen konnten wir sie leider nicht.